Da bin ich nochmal. Guten Tag, meine Damen und Herren. Panam hat angerufen. Sie hat mal wieder was. Der Rest bleibt hier im Lager. Und dann gehen wir natürlich mal hin. Bereiten wir uns auf einen Besuch von Biotechniker vor? Oder einen vierten Konzern? Wie? Da bist du ja. Und schon geht's los. Was macht der denn hier? Ich verbiete dir, diesen Militech-Konvoi auch nur anzugucken, also rufst du deinen Freund her? Das Ganze hinter meinem Rücken zu machen? Genau. Deshalb habe ich wie gerufen, damit er... Denkst du echt, du kannst Panam verbieten, irgendwas zu tun? Glaub mir, bringt nichts. Die macht immer, was sie will. Wird sie nicht. Sie in dieser Familie bleiben will. Gott verdammt, Saul! Du willst doch nicht echt, dass wir uns diesen Basilisk durch die Finger gehen lassen? Doch, will ich. Aber so eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit? Den Job? Wow, als ich weg war, hat sich ja viel geändert. Nein, nichts hat sich geändert. Die Biotechniker-Leute sind in einer Stunde hier. Also baut bis dahin nicht irgendwelche Scheiße. Was hat er denn nun schon wieder? Da geht er hin, um das Gras grün anzumalen. Du bist ungewohnt ruhig. Was ist los? Sinnlos mit Saul zu diskutieren. Wir können nicht gewinnen. Also, gibst du auf? Natürlich nicht. Wir holen den Basilisk selbst und warten, bis Saul zugibt, dass wir recht haben. Ich bin lieber da draußen unterwegs. Wieder das. Er mit den Kohlen. Er schmeißt uns aus der Familie. Was war das vorhin mit dem Basilisk? Das ist ein gepanzerter Militech-Frachtpanzer. Schrott von 2016 oder so. Wir wollen ihn an ein Entwicklungsland verschaffen, wo er noch als technologisches Wunder bestaunt wird. Der Militech-Konvoi nimmt die 101. Direkt an uns vorbei. Da muss man doch Hallo sagen. Lass mich raten. Die ganze Sache ist deine Idee? Woher weißt du das? Saul wäre nicht so angepisst, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, Vi hat recht. Hätte Saul die Idee gehabt, würde er sie als den größten Plan auf Gottes Erde anpreisen. Quatsch. So ist er nicht drauf. Er ist einfach nur feige. Geht die Bauchnummer sicher. Abwarten. Für die Familie. Ist der Basilisk wirklich noch ein Streit? Moment. Mit Saul wird? Ja. So ein Fahrzeug würde uns endlich wieder auf Spur bringen. Die Familie fällt auseinander. Wenn wir in diesem Biotechniker-Mist hängen bleiben, nimmt uns nie wieder jemand ernst. Okay, also willst du das doch hinter Sauls Rücken machen. Deshalb hast du mich hergeholt. Cassidy, Ted, Carol und Bob sind auch dabei. Kannst du dich noch erinnern, wie du mal zu mir meintest, ich soll dir gefälligst einen Arschtritt verpassen, wenn du wieder mal was Dummes machen willst? Ja. Und kurz danach bist du mit mir ins Waffenlager gestürmt. Hast deine Chance also da schon verpasst? Nein, das war was anderes. Eine Rettungsmission. Jemand aus der Familie. Doch jetzt willst du Saul in den Rücken fallen. Wird das eine Moralpredigt? Der Basilisk. Wie planst du den zu klauen? Danke, Vi. Noch habe ich nicht zugesagt. Nein. Okay, lass uns mit den anderen reden. Ja, ich habe eben noch mal kurz das Rendern des vorigen Videos, wo wir Arasaka infiltriert haben, angemacht. Und mal gucken, ob ich jetzt hier noch spielen kann, während das Video rendert gleichzeitig. Also sind nur die vier Veteranen an Bord. Sonst nicht. Jetzt läuft ganz gut. Wir haben die anderen gar nicht gefragt. Das Risiko, dass einer mit Zoll redet. Also die FPS sind jetzt so bei 45-50, wo ich jetzt sonst eigentlich 60 hätte, aber ist ja noch okay. Das klingt ziemlich riskant. Quatsch, das wird ein Kinderspiel. Wir haben nicht mal großartig Security beim Konvoi dabei. Außerdem leisten wir damit unseren Beitrag im Kampf für die Welt. Ja, Weltfrieden ist immer gut. Warum sollte dieses Monster in irgendeinem dritten Weltbürgerkrieg enden? Hier setzen wir es sinnvoller ein. In Amerika. Wie? Hallo? Wolltest du wieder versuchen, Saul zu überreden? Keine Chance, hm? Nein. Okay, alle herhören. Militech wird den Basilisk in Einzelteilen auf zwei Trucks transportieren. Moment mal. Höre ich da Unsicherheit raus? Fick dich. Wir stoppen den Konvoi am Bahnübergang an der 101. Wir greifen von hinten an und verziehen uns so schnell es geht. Noch Fragen oder Wünsche? Gute Arbeit, Schätzchen. Mhm, schön. Panam hat Stress mit Saul, das weiß ich. Aber ihr? Vor ein paar Jahren hätte keiner im Traum daran gedacht, für Konzerne zu arbeiten. Wir wollen nur einen guten Namen.
Wir brauchen nur gute Ausrüstung und Jobs. Das würde Saul sehen, wenn er hin und wieder den Kopf aus seinem Arsch ziehen würde. Okay, bin dabei. Okay, danke. Als erstes fahren wir zum Bahnhof. Da liegt die Lok zum Blockieren der Konvoiroute. Kommst du mit uns mit oder treffen wir uns dort? Ich komm mit. Sehr gut, los geht's. Schön einsteigen. Ich glaube, deine Stimme hat ein bisschen gezittert. Nie im Leben. Aber ich werde das Rennen noch mal eben kurz abschalten, weil das ist nämlich relativ lahm. Nee, also wie das geht, aber... Leck mich! Aber bist du sicher, dass du keine Spuren hinterlassen hast? Militech wird nichts merken? Willst du mich beleidigen, Bob? Okay, okay. Na los, Schätze. Hab nichts gesagt. Hast du noch was zu sagen, Mäuschen? Merkt im Lager keiner, dass ihr nicht da seid? Ach, Saul will uns da eh nicht sehen. Will doch einen besseren Zweifel. Wir funken von Beifahrern zu Beifahrern, das ist gar kein Problem. Eure angefressenen Gesichter würden da nicht helfen. Würden sie in der Tat nicht. Was ist mit den Ruffen? Sind da Probleme zu erwarten? Denkt Saul zumindest, hat rund ums Lager Wachen aufgestellt. Und was ist daran falsch? Er bekämpft weiterhin die Symptome und nicht die gottverdammte Krankheit. Vermisst du nicht das Leben in Night City? Manchmal vielleicht. Ich vermisse dieses Gefühl von Neuanfang. Freiheit. Aber ich erinnere mich auch noch an die Lehre. Wenn man begreift, dass nichts etwas bedeutet, wenn man alleine ist. Ich fand's auch schwer, meine Familie zu verlassen. Aber ich war auch nie vollkommen alleine. Du hattest jemanden? Einen echten Freund. Hieß Jackie. Du hättest ihn übrigens gemocht. Jackie. Werde ich mir merken. Hä? Ich glaube, jetzt können wir überspringen, oder? Jetzt kommt nichts mehr. Ach, jetzt kann man nicht mehr überspringen. Jetzt sind wir wohl schon zu nah. Ja. Wir sind da. Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Aber wir wollen ja auch nur eine Lok klauen. Fettes Teil. Wenn du so drauf stehst, vielleicht sollten wir nur den Zug klauen. Und auf den Basilisk pfeifen. Yep. Und dann fahren wir nur dieses Monster zu 101 und wieder zurück. Da wäre Saul sicher mit am Start. Bereit? Uralkombination. Ich habe gerade Urinal. Der Militech-Konvoi wird von Night City zur Basis fahren, wo wir auf den Käufer treffen. Wir halten ihn am Bahnübergang auf. Dafür müssen wir nur dieses Schätzchen in den Weg schieben. Noch irgendwelche Fragen? Scheint hier eine Menge verlassener Bahnhöfe zu geben. Der hier gehört einem Konzern, der eine Zementfabrik hatte. Wurde als Beladungspunkt genutzt. Hab hier auch gerade noch einen Schalldämpfer angebaut. Haben Sie hier gelassen, als Sie weg sind? Die Lok ist schon seit knapp 40 Jahren hier. Seit den Blackwater-Tagen. Eine Weile lang mussten alle wie früher leben. Die Lok wird mit Atomkraft angetrieben. Wie U-Boote. Umso seltsamer, dass sie zurückgelassen wurde. Konzerne. Wahrscheinlich hatten sie eine Präsentation zu Kostenoptimierung dazu. Alte Tech. Carol wird sie hacken müssen. Dann muss ich irgendwie Autorisierung vom Kontrollturm bekommen, um sie zu bewegen. Der Turm sieht auch inaktiv aus. Panam und du, ihr besorgt einfach den Autorisierungs- Oh, Munition ist ja fast okay. Ja, übrigens auch noch, was ich gemacht habe. Ich habe eben überall die ganzen, nicht mehr ganz so guten Armadillos gegen gute Armadillos ausgetauscht. Habe jetzt nochmal knapp 300 Panzerungen rausgeholt. In die MP habe ich jetzt auch einen Schalli eingebaut. Dafür habe ich jetzt in der Hose den Crit-Chance 15%. Und habe eine neue Brille.
mit Crit-Schaden 30% und einem fetten Armadillo, also eine Brille mit 194 Panzerung, gar kein Problem. Also ich mache jetzt weniger Grundschaden mit der Schall, also mit der MP, genauso wie mit dem SMG, aber dafür Crit-Chance und Crit-Schaden erhöht. Also gleicht sich das, denke ich mal, locker wieder aus. Ja, wollte ich nur mal kurz gesaved haben, aber wir müssen kurz mal Gewehrmunition machen. Das ist auch super nervig. Da musst du für jedes Päckchen einzeln drücken. Kann man nicht sagen, nein, ich möchte jetzt mal gerne 10, 20 oder 30. Nein, du musst für jeden einzeln drücken. Das ist doch wohl logisch, oder? Totaler Quatsch. So, sollte erstmal reichen. Aber irgendwas wollte ich gerade gucken. Ich habe mich gewundert, weil ich so viel Zeug rumschleppe. Habe ich schon wieder hier. Achso, ich habe eben ja wieder noch ein paar Polizeidinger gemacht. So. Und schon sind wieder 80, 74 Gewicht weg. Ja, die Klamotten habe ich ewig. Den trage ich schon seit, weiß ich nicht, 40, 50 Stunden hier, diesen komischen Trenchcoat. Aber super Ding. Und das Hemd und die Hose auch. Die Brille habe ich ein paar Mal gewechselt. Schuhe und den Helm. Ansonsten, was haben wir hier? Smiley Heart Pilotenkappe. Okay. Sprich mit den Nomaden. Optional. Was macht ihr beiden? Ich finde meine innere Ruhe vor dem Sturm. Und Teddy schaukelt sich die Eier. Würde ich gerne mitmachen. Wenn was schief geht, muss Panam dafür bezahlen. Das wisst ihr, oder? Und du meinst, wir lassen sie hängen? Denkst du, Saul krümmt uns kein Haar und Panam muss alles alleine ausbaden? Der Junge gefällt mir langsam, Ted. Er denkt ernsthaft, Panam ist ihm wichtiger. Als sie den Clan verlassen hat, habt ihr nicht zu ihr gehalten. Warum? Weil Panam sich wie... Denkst du, was er... Ja. Ja, sie hat was draus gelernt. Ja, ja, ja. Okay, haben wir mit denen jetzt gesprochen? Dann sprechen wir noch mit der Tussi. Ach, hallo auch. Bist du hier, um dich nützlich zu machen? Schade, nicht schlau genug. Kann ich das denn? Eigentlich nicht. Du weißt nicht so recht, warum du hier bist, oder? Panam hat mich um Hilfe gebeten. Dann komme ich. Mhm. Sie kam zurück zu uns, hat Mitch und den Rest wieder auf ihre Seite gebracht. Und trotzdem ruft sie dich an. Schon komisch, oder? Soll ich mal? Klar, aber an deiner Stelle würde ich mir erst einen anderen Weg reinsuchen. Ist doch irgendwas am Aufpoppen gewesen. Achso, das war die Tür. Okay, dann talken wir noch zu denen. Selbst wenn das klappt, so toll läuft's bei euch. Blendend. Wir haben. Es funktioniert schon, nur nicht zuverlässig. Wie? Kannst du das scannen? Ich habe nämlich keine Lust, alles nochmal auseinandernehmen zu müssen. Kaputter Kondensator. Der dritte von rechts. Tatsache. Moment. Das ist cool. Ich tausche ihn aus. Das sind so Momente, die sind... Versuchen wir es nochmal. Funktioniert. Danke, V. Schön. Das macht 3 Geld 80. Wow, das ging schnell. Ja, ich brauchst du nur draufdrücken. Kleine Mike, wollen wir mal hier kurz hier auf den Tisch erwarten? Dann halt die Treppe. Ach, ich mag sie gerne. Sie ist eine. Also wenn wir auch eine Frau gewesen wären, hätten wir es ja auch schon mit Judy treiben können, aber sie steht ja nur auf Weiber.
Aber dass man hier die Panam sich nicht gleich... Wir haben Licht. Bob und Mitch müssen eine Verbindung hergestellt haben. Nichts los. Nicht gleich klar machen kann, ist schon geil. Mit etwas Hilfe von meiner Wenigkeit. Und jetzt passiert. Jetzt bin ich hier durch die Wand geglitscht. Zum Glück geht da eine Tür raus, Alter. War eben auch rausgeglitscht aus dem Gebäude. Eben übrigens bei Bel Air, der meinte, er findet Cyberpunk auch super. Aber es kommt ihm schon so ein bisschen so vor, als wäre das eine große Schüssel. Ein bisschen Mass Effect, ein bisschen Fallout. Ich mochte Züge schon immer. Einmal schütteln, Cyberpunk. Da hat er nicht ganz unrecht, aber den Gedanken hatte ich ja auch schon. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so ein bisschen angesprochen hatte, so ein paar Mass Effect und so ein paar Fallout-Dinger. Frei, als ob man zu 1000 Reisen das wahrscheinlich sich von mir aufbrechen könnte. Ich meine, eher atmungsvoll. Schön, nein. Popo rein. Okay, da wären wir. Na klar. Hier ist nichts. Eine Steuertafel aus der Steinzeit. Lass uns erst die Karten finden. Ach, da im Sitz. Kondome. Ja, wie praktisch. Ich will die Kanone aufheben. Ihr nicht. Sie an. Ich habe mal eine CNC-Maschine gesehen, die noch mit Lochkarten gesteuert wurde. Das ist so ähnlich wie damals hier diese Klaviere, ne? Wie sie da auf den Western-Filmen zu sehen sind, wo halt so auf so einer Rolle bestimmte Punkte markiert waren und dann halt so eine Taster, die abgefahren haben und entsprechend die Tasten gedrückt. Sowas gab es auch mal für CNC-Maschinen. Da war halt auch über Lochkarten gespeichert. Die Positionsdaten, wo halt die Maschine hinfahren soll und wie sie da hinfahren soll und so weiter und so weiter. Ich hab was. Sehr gut. Erste einfache Programme. Carol! Wir haben eine Karte! Was jetzt? Ihr müsst sie ins Lesegerät packen. Also wie? Die Karte ins Lesegerät? Dann wollen wir mal. Es hat geklappt. Sieh!
kleine, tapfere Dampflok. Am Anfang war das richtig ein Arschloch, aber mittlerweile... Ich bin ein bisschen zu ihm und er ein bisschen zu mir geworden. Also wir verschmelzen so ein bisschen. Ich hab dich echt vermisst. Oh, dann... Das heißt... Halt. Sowas sagen wir uns normalerweise nicht. Einmal ist immer das erste Mal. Okay, dann mal los. Das war ein Scherz. Hör mal wie. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Und? Es gefällt dir nicht? Nein, das ist es nicht. Ich wollte es sowieso ansprechen, nur nicht so direkt. Ich wollte rumdrucksen, die Situation testen und mich dann wieder in meinem Panzer verkriechen. Klingt nach einem Plan. Was lief schief? Du hast mich offensichtlich durchschaut. Ich hatte keine Ahnung, wie du reagieren würdest. Du bist nicht die Einzige, die ins Blaue schießt. Ich will das hier echt nicht vermasseln. Ist doch ein Anfang. Das Ding ist, ich handle immer erst und denke dann nach. Ja, hab ich bemerkt. Ich weiß. Aber ich brauche auch Impulse, um zu handeln. Wenn ich spontan bin, habe ich das Gefühl, ehrlich zu sein. Aber mit dir... Ich lieber auf Nummer sicher. Warum ist es bei mir anders? Weil es mir diesmal wirklich wichtig ist. Aber ich habe Angst, dass ich was Dummes sage oder tue und dann alleine da sitze. Ich hätte dich lieber bei mir. Wenn auch nur als Freund. Folge das nächste Mal diesem Impuls. Okay. Auf jeden Fall habe ich dich gewarnt. Okay, gehen wir zurück zu den anderen. So läuft das. Der Konvoi, habt ihr ihn unter Beobachtung? Ja, nicht schießen. Carol belauscht hin und wieder ihre Kommandanten. Immer nur in die Patronenkammer. Alles läuft wie geplant. Bis jetzt. Also wenn das dann nicht noch ein abgefahrener Bims wird mit ihr, also nicht wie mit den Nutten da immer, nur einmal kurz hier rutschi, rutschi, zacki, zacki. Da muss schon viel, oh, ja. Wie, I love you so much. Ja, Panam, nimm ihn richtig in den Mund. Hey Panam, Saul hat mir geschrieben. Was ist das für ein Name? Panam. Na, die machen erstmal ein Feuerchen. Park deinen Arsch für eine Minute und atme tief durch. Alles ist unter Kontrolle. Der Konvoi ist schon unterwegs in unserer... Hat doch ein bisschen was von Metro. Ne, da war ja auch immer einer mit einer Gitarre da am Fiedeln. Bedenken wegen Saw? Musst gar nicht so nervös sein. Nicht die erste, die sich gegen Saul auflehnt. Ach, spar dir die Anekdote. Ich brauche keinen Trost. Ja, war es jemand, den ich kenne? Kannte. Scorpion. Er kam aus dem Krieg zurück. Hatte den Kopf voller neuer Ideen. Und einen Haufen neuer Kontakte. Wollte Saul überzeugen, dass wir uns Snake Nation anschließen. Meinte, das würde uns stärker machen. Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Was hat Saul gemacht? Saul hat ihn regelrecht fertig gemacht dafür, der Familie Ärger zu machen. Scheiße, er hat ihm ein Jahr lang keine Jobs gegeben. Na, das ist ja ein Trost. Danke. Du meintest selbst, du brauchst keinen... Wir sollten einen trinken. Auf Scorpion.
und auf Jackie. Skorpion. So, und du? Dieser Leerlauf manchmal in diesen Dialogen, das habe ich ja schon mal gesagt, ist echt doof. Jetzt sagt gleich wieder irgendeiner was, oder ich kann was sagen, genau. Ich versuche, ein bisschen zu schlafen. Okay. Wird noch eine Weile dauern, bis der Konvoi hier durchkommt. Ganz schön kalt geworden. Hm? Schätzchen am Lagerfeuer, komm. Oh ja. Eigentlich nicht. Aber das ist schön. Wollen wir zusammen etwas Schlaf tanken? Ich lieg einfach nur eine Weile hier, neben dir, und bestaune die Sterne. Ist das etwa noch ein Fachgebiet von dir? Hast du auch Sternkarten in deiner Bibliothek? Na klar. Das da ist der große Wagen. Und siehst du den kleinen flimmernden Stern rechts davon? Ja. Echt? Shit, dann sind die Bremslichter vom Wagen im Arsch. Ja, Mäuschen. Gute Nacht, Vi. Wir kommen immer näher. Oder? Charlie an Basis, ich kann den Gipfel sehen. Oder am Anfang, Charlie am Basis, beginne den Aufstieg. Oh. Bisschen Jägermeister hier, köstlich, köstlich. Bisschen Mass Effect Musik. Ich hatte letztens angesprochen, hier diesen Summer of 84. Könnte ich auch. Mehr Geschwindigkeit! Ja, mal nebenbei anmachen, aber ich weiß nicht, oder ich denke mal, dass da Copyright drauf ist und dann denke ich mal, gehe ich mal davon aus, dass das Video dann stumm geschaltet oder gesperrt wird. Geschütz viel geiler gewesen. Ich hatte mal ein paar Bomben. Das ist noch meine Giftbombe hier, meine Stinkbombe. Ich will doch hier. Nee, das ist die normale. Ach, habe ich keine mehr von den guten? Wird aber drin sein. Konzentration.
Nochmal ein Tod. Alles läuft nach Plan, Boss. Also gut, der Zug fährt los. Worauf wartet ihr? Guten. Okay, los geht's. Bereit für den Kampf. Fahr doch. Scheiße, es hat funktioniert. Natürlich hat es das. Genau wie ich gesagt habe. Wie geht's dir, Vi? Hattest du Spaß? Aber wie? Sei froh, dass du nicht mithelfen musst, diesen Haufen Schrott zusammenzusetzen. Für Mitch und Teddy geht der Spaß erst richtig los. Ja, wie ich es halt schon mal gesagt habe, in Situationen wie jetzt, wo halt keine Fehler vorkommen, keine großen jedenfalls. Wie krass geil wäre das Spiel, wenn die das, diese ganzen Sachen, wo wir jetzt schon genug drüber gesprochen haben, wenn die nicht da wären. Was wäre das für ein obergeiles Spiel? Es ist jetzt auch schon ziemlich cool, aber was wäre da so viel Potenzial liegen gelassen? Der Kanal ist weg. Die Anzüge haben endlich geschnallt, dass jemand lauscht und die Codes geändert. Perfektes Timing, wenn du mich fragst. Warum sagt denn Panam nix? Gucken, was Saul jetzt sagt. Mit ihm reden, wenn du willst. Nein, danke. Das erledige ich lieber selbst. Lass mal kurz meinem Waffenonkel die ganze Kruppzeug hier verkaufen, was wir gerade eingesammelt haben. Ja? Was gibt's? Oh, oh, es geht schon los. Ich jetzt nicht zu viel von dem. Er macht jetzt bestimmt richtig zu sauer. Ich glaube, sie übernimmt die Gruppe, könnte ich mir vorstellen. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch, das ist der Basilisk. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam! Das sieht man aus meilenweiter Entfernung. Glaubst du, wir hätten nicht schon genug Probleme? Die Ruffen könnten jeden Moment hier auftauchen. Und jetzt müssen wir uns auch noch um Militech sorgen. Schnauze! Fuck! Halt endlich dein Maul! Du willst für immer den Konzern die Stiefel lecken? Schön! Dann mach doch! Dann nehmen wir den Basilisk als Andenken daran, was diese Familie einmal war. Oder vielleicht können wir uns einfach das nächste Mal verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Sobald ich mit Biotechnica fertig bin, halten wir eine Versammlung ab und reden über das hier. Und dich. Bis es soweit ist, schaffst du gefälligst diese Trucks hier weg. Und der Basilisk? Können wir ihn zusammensetzen? Macht, was ihr wollt. Geht mir aus den Augen. Bob, Mitch, ihr beide bringt die Trucks nach hinten. Wir müssen entladen. Gut, aber was machen wir dann mit denen? Oh, ich hab ne Idee. Hast ein ziemliches Organ. Danke. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so geschrien habe, war ich 10 Jahre alt. Scheint alles nach wie vor zu funktionieren. Alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich. Obwohl die große Zugentführung der lustigere Teil von all dem war. Wenn du mich wieder brauchst, ruf einfach an.
Wie? Das werde ich. Mach dich auf einen Anruf gefasst. Ich warte hier. Du darfst auch den Mund aufmachen. Ja, Takamura hat mittlerweile auch angerufen. Es kann losgehen mit der Parade. Oh, jetzt habe ich hier auch ein Apartment. Beziehungsweise eine Schlafgelegenheit. Gucken, ob er mittlerweile noch ein paar coole Mods hat oder sowas. Ja, den Tabula Rasa werde ich mir nochmal kaufen, wenn ich 100.000 habe, damit ich ein paar Skill-Sachen... Also damit kann man ein komplettes, was man hier so gemacht hat, kann man wohl... Vielleicht sogar auch das hier, ich weiß es nicht. Wird halt nochmal resettet. Und man kann das nochmal neu vergeben. Das werde ich dann wohl auch nochmal machen, weil ich habe halt hier... Das hier, diesen einen Punkt da, was soll's, ne? Oder hier, da. Ne, also das sind eine Menge Sachen, die ich hier genommen habe, die ich nicht hätte nehmen brauchen können müssen für Skills und so weiter, die ich gar nicht benutze oder die mir nicht so wichtig sind. So, was hat er nochmal eventuell hier? Crit-Schaden ist immer gut. Crit-Chance 3%. Pff. Verkaufen wir lieber mal das Schema dafür. Ich habe noch nicht einmal ein Schema gefunden für diese Drecks-Penetratoren. Ja, yeah, ist noch ein bisschen Hack. Schokoriegel, wie gesagt, den Einzelscheiß verkaufe ich immer. Und die hier, die werden auch verkauft, weil ich die sowieso nicht mehr benutze. So, verlasse das Lager und warte, bis der Basilisk bereit ist. Hört sich sehr nach dem an, wie was der Typ da beim Metro immer fiedelt. Griffelt, was sagt man beim Gitarre spielen, ne? Die Karren hier sind sehr geil, die sind sehr schnell und im Gelände gut. Noch am Blinken, hallo? Hey, wie? Komm mal! Bisschen näher, komm! Was ist los? Hey, Mitch. Alles klar? Ja, alles in Ordnung, Papa. Naja. So viele sind tot. Viele von ihnen waren gute Freunde. Weißt du, wie es ist, seinen besten Freund zu verlieren? Mhm. Er hieß Jackie. Wie ist er gestorben? Wie alle hier in Night City. Naja, ist ja auch egal. Hilf mir mal kurz. Wobei? Ich muss noch was regeln. Eine Art letzter Abschied. Will's aber nicht alleine machen. Okay, bin dabei. Na dann los. Du kannst doch fahren, oder? Ja? Warum? Wir machen eine Spritztour. Du bist schon eine Weile in der Stadt, oder? Willst immer gleich alle Infos? Bisschen Geduld noch. Wie? Guck mal, wie krass das aussieht. Also, ich weiß ja nicht, wie es in deinem Clan so war. Aber bei den alten Kaldos bleibt alles in der Familie. Der Wagen da hat Scorpion gehört. Jetzt gehört er mir. Daneben steht mein altes Baby. Geile Karren. Alle beide. Jo. Braucht man auch, um hier draußen zu überleben. Ich nehme Scorpions Wagen. Du hüpfst in meinen. Okay, dann mal los. Los geht's. Folge mir einfach. Der hier, Robot. Welches Auto?
Ach so, weil die Mission nicht aktiviert ist wahrscheinlich. Aber gut, das Mitsting, ja, könnte ich jetzt auch noch mit aufnehmen. Aber wir warten lieber, bis Panam sich wieder meldet. Ihr müsst ja auch nicht jeden kleinen Pups hier sehen. Ich habe schon die ein oder andere größere Nebenmission gemacht alleine. Also, with a little help from my friends mit Panam. Und ich hoffe, bald kann ich sie endlich... Na, vielleicht braucht sie noch ein bisschen Zeit. Sie ist nicht so eine. Nee, sie ist nicht so eine.